Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit unserer wundervollen Aloy, der prähistorischen, postapokalyptischen Kriegerin, der Nora. Auch mit meiner Wenigkeit, dem duften Typ, auch einen wunderschönen guten Abend an die Leute im Twitch-Stream, wenn sie denn da sind und mich zuspammen. Ich versuche heute mal ein bisschen mehr den Stream im Auge zu behalten. Das wird auch ganz gut funktionieren, denn ich hatte jetzt überlegt, Main Quest ist eigentlich schon ziemlich geil, aber tatsächlich haben wir noch so viele Sidequests offen, die wir zumindest nochmal zum Abschluss bringen sollten, wie zum Beispiel hier, unterversorgt, finde Dirit. Und ich erlaube mir das jetzt einfach mal, dass ich mir die Quest, Nebenquest, unterversorgt ranhole und als meine aktuelle Hauptquest liefer. 1216, 60 Schritte von hier. Ich glaube, ich laufe hier gerade aber ein bisschen falsch. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich laufe hier ganz richtig. Hier den Weg hinauf. Und da hinten durch das große Tor, durch das wir durch dieses wir gekommen sind. Warum sie mich töten wollen. Ulens Spur für Asheridian. Ich erwarte die Menschen in Sonnenfall. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Okay. Aloy ist da ziemlich offen, was das Ganze angeht. Mit Rache und so weiter. Wir können uns hier schon das Reittier einfach so herbeirufen. Keine Jagd und dergleichen, sondern wir sind gut ausgestattet. Wir können das einfach so. Ich denke mal, der ganze Kleinkram, wie unsere, wie das Grünzeug und so weiter, das hat sich mittlerweile schon regeneriert. Das könnten wir theoretisch wieder sammeln. So, da vorne ist, okay, keine Ahnung, was du bist. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Bums, einfach mal gegengelaufen. Oh, Druck. So, das ist alles schön und gut. Der Wächter interessiert uns kein Stück. Wir wollen nämlich irgendwo hier hinten hinlaufen. Oh. Aber irgendwas hat sich da gerade eben. War gerade ganz schön böse. Ach hier, Mensch. Freunde von uns. Scheinbar. Na komm. Ihr scheint gerade ein bisschen in Not zu sein. Da helfe ich euch doch nochmal ganz kurz. Und rums. Oh, what the fuck? Die halten ja ganz schön was raus hier. So, hier war doch noch einer drüben. So brauchst du hier nicht antanzen. Ja, ja, hab schon verstanden. Au, das war ein mieser Hit. Okay. Irgendwie nicht so geil gewesen, mein Move hier. Aber egal. Wir haben hier irgendjemandem geholfen und helfen ist immer gut. War's das? Seid ihr schon zufrieden damit? Halt, könntest du kurz mal herkommen? Ah, ja klar. Moment. Zu wem? Zu dir? Vielen Dank. Nimm das. Es soll dich an meine Dankbarkeit erinnern. Ja, sehr schön. Dann eine großzügige Belohnungskiste bekommen. Na, das klingt ja sehr vielversprechend. Ich bin mal. Schatzkisten. Ups. Schatzkisten. Was haben wir hier? Rohstoffkiste. Können wir nicht nehmen. Das ist egal. Maschinenausbeuterkiste. Oh, schön. Großzügige Belohnungskiste. Na ja, komm. Also großzügig ist was anderes an der Stelle. Alles halb so wild. Metallscherben. 8 Stück. Wir haben jetzt 1000 davon. Das ist gut. Wo wollen wir hier lang? Wir wollen immer noch den gesamten Weg. Ich spare mir an dieser Stelle tatsächlich ein wenig das Futter holen oder suchen. Achso, da drüben bist du. Jo, du wartest hier schön im Wasser auf mich. Das finde ich sehr herzallerliebst. So, ein bisschen flotter. Ich weiß, Wasser ist nass. Maschinen mögen kein Wasser. Das ist mir aber gerade herzlich egal. Musste ich hier mal ein bisschen bewegen. So. Wait. Was ist das? Warum 600, 800 in die Richtung? Das ist totaler Blödsinn. Guck mal, wir hüpfen hier einfach runter. Klatsch. Und,
Nanu? Und glitschen uns hier irgendwo durch? The fuck? Wo bin ich hier? Das ist irgendwie seltsam. Ich kann hier auch gerade überhaupt nichts machen. Lol. Ah, da ist mein Pferd. Komm her, komm her. Hilf mir hier raus. Ah, ich versuch mal mit Hüpfen und Rollen. So, vielleicht kriege ich mich hier nochmal entglitscht. Und wenn nicht... Okay, da können wir wohl echt nichts machen. Ist ja witzig. Eigentlich nicht. Wie komme ich denn jetzt überhaupt raus? Nee, hier nicht. Questbla. Achso, stimmt. Ich kann ja hier Spiel laden. Es ist ja irgendwie sehr seltsam gewesen. Okay. Schade. Also, man kann sich hier gelegentlich. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Krass. Und das, obwohl ich das Spiel noch gepatcht habe, bevor ich es gestartet habe. Voll gut. Da gönne ich mir erstmal ein Käffchen drauf. Na gut, dann löse ich das Ganze dann doch einfach mit einer Schnellreise. Auch wenn ich die Reiseration nicht unbedingt verlieren wollte. Aber den ganzen Weg jetzt noch einmal zurückzureiten, es ist ein bisschen schade wegen der Ressourcen, die wir bekommen haben. Aber im Endeffekt, ja, passiert. So, einmal eine Schnellreise zu diesem Punkt. In der Zeit kann ich mir nochmal meinen Kaffee rühren. Herrlich. Nebenbei noch ein bisschen die Nase kratzen. Wie war euer Tag so? Habt ihr Spaß gehabt? Ich war arbeiten. Es ging so. Aber ja, wie war euer so? Habt ihr was Spannendes erlebt? Schreibt es mir in die Kommentare oder in den Chat. Lasst mal eine Konversation starten. Seufzen von der Seite. So, endlich. Wir sind da, wo wir hin wollten. So. Quests. Nebenquests. Die wollten wir nehmen. Unterversorgt. Da müssen wir lang. Auch gleich hier schön um die Ecke heilende Kräuter einsammeln. Kräuter einsammeln ist ein neues Hobby von mir. So, wir sollen nach diesem Dude suchen. Ich glaube, das machen wir mal hiermit. Aha. Da haben wir eine Spur. Und der folgen wir doch einfach mal. Wo auch immer sie uns jetzt hinlotst. Können wir nebenbei noch mal ein bisschen Reinholz sammeln. Oh, Medizinbeutel voll. Oh, da vorne ein Truthahn. Und schmeckt. Alles meins. Fleisch braucht man nämlich mittlerweile auch zum Aufwerten. Wenn wir hier irgendwas herstellen wollen oder so.
an Tragekapazität, dann brauchen wir das. Ich muss mal gucken. Vergrößerten Fallenbeutel, vergrößerter Waffelbeutel, ja genau. Vergrößerter Modifikationsbeutel, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das nochmal zu machen. Weil der Modifikationsbeutel ist nämlich mittlerweile, glaube ich, auch schon massiv überfüllt bei uns. Ach, guck mal einer an. Du bist doch der Dude. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Okay, das ist ein Freund, mit dem mag ich mich irgendwie nicht so richtig. Au, oh, fuck! Meine Güte, bist du flott. So brauchst du nicht antanzen. What the fuck? Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. So, komm nicht auf die Idee, sich hier ein wegzurollen oder so. Rollen ist meine Aufgabe. Und das auch richtig gut, würde ich sagen. Jawoll! Meine Fresse! Das war ja richtig gut. Das war gut. Die Karawane. Bin echt stolz auf mich. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Ja, und alter Verwalter. Der hat... Ich hab hier mies so ein fettes Viech vermöbelt. Herrlich. Ich weiß noch, wie ich das letzte Mal an dieses Ding gestoßen bin. Ich wusste, dass der sich unsichtbar machen kann. Nur so nebenbei. Ja, und ich hatte Panik. Ich glaube, ich hatte diese Quest gar nicht mehr abgeschlossen, weil das Viech mich so dermaßen zerrupft hat. Aber hey, das war jetzt mal ziemlich locker. Muss ich gestehen. Oh, Wildschwein. Hier stimmt, ich spiele jetzt auf einfach. Das macht die ganze Sache halt... einfach. Wildschwein! Ey! Mein Schwein. Das hebe ich mir für später mein auf. Schwein. Gut, damit haben wir eine Quest abgeschlossen. Und ich glaube, also warum ich jetzt diese Quests machen möchte, ist mir so aufgefallen, ich glaube, Quests geben Fertigkeitspunkte. Und Fertigkeitspunkte braucht man doch ziemlich häufig. Weswegen ich gerne ein paar mehr Quests machen möchte, als nur die üblichen 2-3. Du bist wieder da, mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Behauptet er. So, wie viele Erfahrungspunkte haben wir bekommen? Bemerkenswert, Belohnungskiste, okay. Anscheinend haben wir keinen weiteren... wie heißt es? Keinen weiteren Erfahrungspunkt bekommen, aber das ist egal. Wow, zwei Sprengfallen, Echohülse und so weiter. Richtig gut. Noch mehr Kram. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir nochmal hier hinten hin spazieren. Und bei der Rache der Nora teilnehmen. Ich würde sagen, ja komm, probieren wir es aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wir speichern hier auch sicherheitshalber noch einmal ab. Wo sind wir denn da? Da ist er. Rufen uns hier schon mal unseren Verbündeten und Freund vorbei. Oh, diesmal ist es ein Läufer. Ich mag Läufer viel mehr als diese komischen Horn-Dinger. Ich habe mir das noch gar nicht
angepackt. Aufträge, fremden Land, Banditenlager, Langhälse, Jagdgebiete, Nora-Jagdgebiete, verdorbene Zonen, Tutorials. Tutorial Scharfschutz, Schützenbogen. Nee, irgendwie nicht. Da ist es doch. Stadt der Sonne, das ist unsere Hauptquest. Und wir möchten... Achso, die Rache der Nora ist sozusagen eine optionale Hauptquest anscheinend. Tatsache, das ist ja interessant. Ja, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir die wirklich einmal machen. Rache ist süß. Also wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich mir die Karte hier angucke, hier diese komischen Brüllrücken rumlaufen und die sind derbe. Die haben wir das letzte Mal in diesem in dieser Mechhöhle quasi gesehen. Und oh, wild. Oh. Fuchsfleisch. Einfach übertrampeln und gut ist. Das sind die, die halt eben, da hinten läuft er. Die halt eben so Feuer spucken und so weiter. Deswegen einfach hier durch und gut ist die Geschichte. Das Gute ist, dass davon, glaube ich, nicht so viele hier unterwegs sind. Da drüben sehe ich einen Läufer, glaube ich, ist das. Ist okay. Läufer sind nicht so dramatisch. Wow. Ganz ruhig, Kollege. Ganz, ganz ruhig. Einfach für den Safe Spot abspeichern. Ich gehe erst aus dem Weg. Und weiter. Wir gehen einen kleinen Umweg. Ah, okay. Hier. Okay, das ist eine verdorbene Zone. Das ist das Problem. Ja, ich hab's verstanden. Ihr seid alle verdorben. Nur ich nicht. So, verdorben Nummer 1. Sehr gut. Mein Freund hilft mit. Das ist nice. So mag ich das. Dann wollen wir die verdorbene Zone eigentlich auch gleich mal entderben. Wieder heilig segnen. Das Problem ist, der Fette da drüben... Denn die verdorbene Zone liegt uns nämlich mitten im Weg. Aber das macht nichts. Wir wissen, dass die verdorbenen Viecher ziemlich anfällig auf Feuer sind. Ich duck mich hier auch mal ein bisschen. Jetzt muss mal schauen, ob ich hier noch irgendwo... Nee, ich sehe da leider nichts. Aber vielleicht kriege ich seinen Rücken erwischt. Und wenn der anfängt, Feuer zu fangen, dann ist hier richtig Polen offen. Okay, der hat noch nichts geschnallt. Der brennt nur. Na, fuck. Jetzt haben sie mich alle... Und da kommt schon das Feuer angeflogen. Der hat mich noch. Oh. Gerade noch so im Winkel gesehen. Okay. Dann versuchen wir doch erstmal den großen. Au. Irgendwie. Okay, dann fangen wir doch erstmal mit den Kleinen an. Die Kleinen sind mir doch freundlich. Okay, ich roll mich jetzt einfach mal weg. Gut. Das ist okay. Okay. Ich hätte jetzt sehr, sehr gerne... mehr von diesen Sprengfallen.
Jetzt kommt wieder die... Jetzt geht hier wieder die Partymusik los. Die sind halt eben noch alle voll auf der Hut. Aber ich habe hier jetzt meinen kräftigen Langbogen. Der halt eben massiv kräftiger ist. Und... Probier's mal. Oh. Fuck. Schön wär's gewesen. Ich dachte, dass ich ihn jetzt... Ach, scheiße. Schnell weg. Njong. Nee. Läufer, du stehst mir im Weg. Schön leise jetzt. Und... Ausgezeichnet. Wo auch immer diese Scan-Signale herkommen. Aber ich habe da so eine kleine Idee. Von dem können wir uns nämlich immer wieder welche holen. Dann lassen wir ihn doch einfach mal für uns mitkämpfen. Und... Zappel doch nicht so doll. Ich kann mir aber auch keine neuen Pfeile herstellen, das ist doof. Hallöchen, Baloo. Das ist halt auch gar nicht so wenig an Zeug mit der Verderbnis. Hole ich mir. Okay, oder du holst mich. Auch okay. So, ich glaube, unser Freund macht jetzt mit Action. Nice! Er legt los, er gibt Kette, er prügelt die Viecher hier gerade munter fröhlich K.O. Und da geht's los. Die Action gegen mich. Neues Pferdchen. Hallo. Und das nächste Pferdchen. Meine kleine Pferdarmee. Um den großen kümmere ich mich, sobald ich hier mal ein bisschen mehr Zeit habe. So. Den einen kleinen habe ich jetzt schon mal rangeholt. Das ist okay. Jetzt hole ich mir einen zweiten kleinen. Glücklicherweise ausgewichen. So. Jetzt ist nur noch der Große. Und mit dem Großen gehe ich jetzt ganz mies um. Denn den hole ich mir mit einer Sprengfalle. Mit einer Feuer... Nein, mit einer Elektro...
Falle. Ich habe keine Munition mehr. Das ist okay, dass du keine Munition mehr hast. So, jetzt komm mal ran hier. Komm mal ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ach, shit. Die Sprengfalle hat zwar funktioniert. Dich habe ich gleich. Volle Konzentration hier. Oder auch nicht. Hässliche, hässliche, hässliche. What the fuck? Wie der hier jetzt nur noch eine Flamme nach der anderen zündet. Boah, der geht hier jetzt mies enraged. Und das, obwohl er keine Lebenspunkte mehr hat. So. Leg dich einfach schlafen, Kollege. Uff. Die haben mir jetzt aber ganz schön viel Kohle gekostet. Oder Energie gekostet. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja gut, wir kriegen zumindest noch mal ordentlich viele Drähte. Was haben wir denn hier? Mal schön leise. Kein Panorama-Cache. Check ich nicht. Apoca-Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich 2 Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Okay. Wie dem auch sei. Wir haben hier diese Zone jetzt gesichert. Und das heißt, wir können jetzt auch endlich weiter rollen. Roll. Ich brauche auf jeden Fall jetzt ganz schön viel Kraut. So, und Fallen haben wir jetzt auch wieder genug. Das nehme ich für unterwegs mit. Ah, wunderschön. Langsam stocke ich wieder mein Inventar auf. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet, für welche Stufe war denn das? Hat das irgendjemand gesehen? War ich hier massiv unterlevelt oder irgendwie sowas? Weiß ich nicht. Kann ich so ganz spontan nicht sagen. Oh krass. Säbelfreund. Hier irgendwo eine Stelle, an der wir uns vernünftig verstecken können. Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Zwei Säbelfreunde. Ich wollte hier eigentlich zumindest einen vielleicht für unsere Machenschaften aneignen.
Boah. Wie lange der mich jetzt hier verfolgt. Oh. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Habt ihr den Segelzahn im Hintergrund gesehen? Ach du Scheiße. Okay. Das schaffen die alleine. Da brauchen sie mich nicht. So, wir können hier jetzt gucken. Hier haben wir ein Lager. Da drüben haben wir ein Lager. Und da unten haben wir... Moment, Wächter. Die haben doch, die haben Ressourcen, die wir brauchen. Ja, lenk den ruhig ab. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Ja, endlich mal. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache. Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Geile Kommentare, die hier gerade kommen. Wenn wir hier anfangen, gegen zwei Säbelzähne zu metzeln. Möge die Tür unter unseren Verstoß vergehen. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Okay, da lang. Einmal mal hier ein bisschen im Blick behalten. So, einen haben wir. Wo ist der zweite? Der zweite tänzelt. Der rennt weg, die olle Pussy. Nee. Nicht mit mir, Kollege. Nein. Oh, das war mein krasser Jump. Terminated. Wir haben getan, was getan werden musste. Es ist, ne, diese Sägezähne, es ist schon eine krasse Nummer. Also die sollte man echt nicht unterschätzen. Ich hatte Glück, dass ich hier gerade so viel Verstärkung hatte. Für die Urmutter. So, dann können wir jetzt auch endlich die Quest machen, die wir eigentlich vorhatten. Aber, ja, für die Leute bei YouTube in der nächsten Folge, für die Leute bei Twitch in 2 Minuten.